Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bound by Flame hier auf dem Kanal JaboLP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir durch das untere Karaltas gegangen, haben ziemlich viele Leute schon mal befreien können und stehen jetzt hier vor einer Klippe, die wir dann jetzt auch hinunterspringen und sehen, was passiert. Was ist das denn für ein Scheißteil? Boah, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, irgendwie zu kämpfen. Ich muss speichern. Darf ich jetzt speichern? Natürlich nicht. Oh, was zum Henker! Genau, kümmere dich um ihn. Kann ich dich wenigstens von hinten abmeucheln. Komm schon! Scheiße! Komm nicht weg! Ah, verdammt. Egal, ich kill die jetzt. So. Was? Das war aber kein Boss, oder? Ne, das war ein normaler Gegner, ne? Oder? War das ein Boss? Was liegt denn da? Immer erst alles aufsammeln, bevor ich irgendjemandem helfe. Ich bin mir selbst am nächsten. Das muss ich einfach mal sagen. Oh. Was zum Henker? Das soll der König sein? Ach so. Prinz Arandil? Was macht ihr hier, Herr? Ich bin der Gefolgt-Vulkan. Ich muss unseren König retten, mit oder ohne deine Hilfe. Nicht, dass er den noch umbringen will. Was ist das für ein Ding? Ich weiß nicht, aber es sieht falsch aus. Ist der König, oder? Sohn, mein Junge. Bist du es wirklich? Oh Mist. Bei den Göttern. Vater? Das kann nicht sein. Sieh mich nicht an. Es tut mir so leid. Bleib nicht hier. Nimm die Krone und verlasse diesen Ort. Oh Vater. Aber was haben sie mit dir gemacht? Ich ergab. Fürst Schwarzfrost sagte, du seist gefallen, dass die Armee von General Winter niemanden in Bastion am Leben ließ. Ich hatte nicht einmal die Kraft, mein Schwert zu heben. Also hat er uns verwandelt, uns neu gemacht, die anderen Adligen und mich. Alle, die Schutz im Palast suchten. Er wollte unser Ende mit ansehen, sodass ich unsere Niederlage und die Nachricht über deinen Tod bis in alle Ewigkeit ertrage. Aber du lebst. Du lebst. Deine Mutter und ich sind so erleichtert, dass du lebst. Mutter? Aber wie? Wie kann ich euch von diesem Fluch erlösen? Mein Sohn. Wenn du nur wüsstest, wie sehr es uns leid tut. Du kannst uns nicht retten. Wir sind zu dieser Abscheulichkeit verdammt. Du musst uns töten. Die anderen, die Königin, der Graf, sie alle. Ich fühle ihr Leid. Ich höre ihre Schreie in mir. Beende es. Ich flehe dich an. Befreie uns, dass unsere Seelen mit dir sein können. Herr, ich kann das erledigen, wenn ihr es wünscht. Hab Mitleid, mein Junge. Wie auch immer du entscheidest. Nimm die Krone. Thank you.
Es ist mehr Macht in dieser verdrehten Leiche enthalten, als in einem Dutzend Moloche. Ich werde nicht mit ansehen, dass diese blutsaugenden Nekromanten sie erneut stehlen. Herr, bitte trete zurück. Aber was machst du? Ich nehme die Kraft zurück, die dem Weltherz gestohlen wurde. Wie kannst du nur? Das ist mein Vater, König von Karaltas. Ich muss das Ritual der Beisetzung vollziehen, um seine Seele zu retten. Hast du keinen Respekt? Respekt für den, der sich den Todwandlern angeschlossen hat? Pah, sicher nicht. Wir müssen zurück ins Lager, bevor die Todwandler uns finden. Der Tod eines ihrer Lichen wird sie bestimmt auf uns aufmerksam gemacht haben. Ich komme bald nach. Ich muss erst ein Ritual vollziehen, um die Seele meines Vaters aus diesem unheiligen Körper zu befreien, sodass sie an mich gebunden ist. Ich warte draußen. Oh, guckt euch das doch mal an. Wie krass wir aussehen. Alter. Aber das wäre doch voll das geile Bossvieh gewesen. Warum haben wir denn dagegen jetzt nicht richtig kämpfen müssen? Das finde ich jetzt irgendwie schade. Das sah so cool designt aus. Da habe ich... Oh, königlicher Spalter. Da habe ich jetzt echt mit gerechnet, dass das ein Bosskampf noch wird. Weil er versucht, das Ding dann da umzubringen und irgendeine dunkle Kraft dann da drin das Teil dazu bewegt, uns anzugreifen oder so. Das hätte ich jetzt erwartet. Wäre ein bisschen vorhersehbar gewesen, aber trotzdem, ich hätte es erwartet. Okay, das Ding ist scheiße. Kein Händler mehr. Ich bräuchte noch mal einen Händler. Der erschreckt mich jedes Mal, dass der da steht in dieser blöden Ecke. Ich gucke mich immer um und dann steht der da. Ah, wir sind hier. Okay, ich verstehe. Scheiße, da war noch ein anderer Weg, ne? Das war dumm. Ich hätte den anderen Weg noch gehen müssen. Nicht auf Prinz Arandil warten. Nicht in seiner Verfassung. Die Todwandler werden die Stadt nach dem Mörder ihres Lichen durchsuchen. Wir müssen schnell ins Lager zurück. Fühlst du die Macht des Weltherzens durch dich fließen, nachdem du die Energie aufgenommen hast? Ich fühle mich etwas stärker, aber es ist nicht genug. Es ist lange nicht vorbei. Diese Kraft kommt direkt von den Nekromanten, die es aus dem Weltherz gesaugt haben. Wir müssen sie verdursten lassen. Okay, also wir fühlen uns nur ein bisschen stärker. Das ist ja, naja. Also der sieht jetzt schon ziemlich heftig aus. Dafür, dass das gerade mal die zweite Stufe der Verwandlung sein soll, dachte ich jetzt, sind wir schon fast am Ende. So, hier war doch noch irgendwie die Tür, ne? Ist hier noch was? Nein, okay. Ja, dann habe ich mich vertan. Ich dachte, hier wäre noch eine Tür gewesen. Okay. Tut mir leid, doppelter Ladebalken. Naja. Gott sei Dank habe ich einen schnellen Rechner, der das alles ziemlich flott von der Hand gibt. So. Jetzt sollen wir also schnell zurück und die anderen warnen. Scheiße, da sind die Viecher schon. Das ist natürlich nicht so geil. Wir sind wahrscheinlich zu spät, so wie ich das Spiel kenne. Können wir noch irgendwie was herstellen? Guck mal gerade. Wir haben so viel Zeug. Puh, 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 puh. Haben wir hier noch irgendwie was? Was wir... Da könnten wir noch was reinpacken. Okay.
Plus 10 Schaden ist natürlich viel, ne? Machen wir das mal. Das haben wir. Was haben wir hier? Hier ist gar nichts Interessantes mehr bei. Und einen Helm können wir ja eh nicht mehr tragen. Okay. Dann auf ins Lager. Ah, scheint doch noch da zu sein. Dann einmal rauf mit dir. Und jetzt erstmal. Todwandler! Wachen! Wachen! Entspann dich. Bleib ruhig. Er gehört zu mir und ist ungefährlich. Aber er ist ein Todwandler. Bitte sprich ihn nicht darauf an. Ja, er ist eine Art Zombie. Ein unsterbliches Ding. Aber nicht Teil der Armee der Todwandler. Siehst du, womit ich jeden Tag zu tun habe? Seit sich die dumme Gruppe Beschwörer vorgenommen hat, die Welt zu erobern, kann ich nirgendwo hingehen, ohne mit einer dieser wandelnden Leichen verwechselt zu werden. Ich möchte, dass du den Roten Weisen erzählst, was du weißt. Du da! Steh auf und eskortiere unseren Freund zu den Roten Weisen. Wenn du es so willst. Bis später. Jo, bis später. Den nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Und jetzt gehen wir mal gerade zum Händler. Verkaufen. Wer von euch ist ein Händler? Du bist ein Händler. Grüße. Was kann ich für dich tun? Kann ich deine Waren sehen? Die Stimme ist cool. Das finde ich echt cool, dass das einfach so sich alles verändert. So die Stimme, das Aussehen. Ich mag sowas. So, das Ding können wir wieso kaufen? Nein, 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 nein. Verkaufen. Du weg. Du weg, du weg. Mal ein bisschen unser Inventar hier leeren. Schnell einmal alles durch. Helme brauchen wir gar keine mehr. Ja, das können wir halten. Das können wir auch alles halten. Alles klar. So, was hast du denn zum Verkauf? Also für uns zum Kauf in dem Falle. Du bist Kacke. Kacke. Nix. Kacke. Auch Kacke. Alles klar. Nur Kacke. Schade eigentlich. Wo war er hier? Du hast dich entwickelt. Wir werden nun zumindest interessante Unterhaltungen führen. Was willst du? Einfach nur den Austausch von Erfahrungen. Von einem Überwesen zu einem anderen. Ich bin nicht sicher, ob ich dich verstehe. Du benutzt einen menschlichen Körper, so wie ich. Allerdings ist der Zustand von meinem eher schlecht. Wie weit geht deine Kontrolle? Deine Gefühle? Was hast du probiert? Hast du immer noch das Verlangen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen? Es ist eher eine Koexistenz. Vulkan ist immer noch sehr präsent. Ich brauche die menschliche Erfahrung. Einige Aspekte dieser fleischigen Existenz sind mir immer noch fremd. Ich verstehe nicht, warum diesem und jenem helfen, obwohl wir wissen, dass wir zum Weltherz müssen. Wenn du es genau betrachtest, sind Menschen wie Ameisen. Sie müssen die ganze Zeit herumwuseln, um sich lebendig zu fühlen und einen Daseinssinn zu finden. Und sie leben in Gruppen. So erkennt man, dass sie es tatsächlich brauchen, hin und her zu rennen und sich gegenseitig helfen. Abgesehen davon natürlich, dass jene, denen sie helfen, genauso bedeutend sind wie die eingangs erwähnten Ameisen. Wer bist du genau? Ich bin Matras. Unsterblich und einzigartig. Okay,
Warum hängst du da nicht mit deinen Kumpeln, den Todwandern, rum? Zuallererst habe ich keine Kumpel. Dafür bin ich etwas zu alt. Und zudem finde ich die Annahme, dass ich irgendwas mit denen zu tun hätte, äußerst unangenehm. Ich habe nichts mit diesen Toten gemein. Ich existiere bereits seit 6000 Jahren und bin auch immer sehr lebendig. Danke. Ich gebe zu, dass dieser Körper etwas abgenutzt aussieht. 6000 Jahre alt? Ui, du siehst nicht älter aus als 250. Schmeichler. Allerdings habe ich heute Morgen einen Zeh verloren. Unabhängig davon sind diese Todwandler nichts weiter als durch Magie reanimierte Leichen. Wobei ich ein unsterblicher Geist bin, der seinen Körper wechselt, wenn der alte abgenutzt ist. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Das ist nicht dumm. Das erlaubt dir, einen Einfluss auf die Welt zu behalten. Genau. Ich gebe diesen Körpern ein zweites Leben. Das sie nicht gehabt hätten, würden sie tot bleiben. Obwohl sie heutzutage sehr wahrscheinlich wieder erweckt würden. Ich brauche deine Erfahrung, Matras. Komm mit mir. So, den nehmen wir mal wieder mit. Ich begann mich schon zu langweilen. Ich finde den einfach klasse hier, diesen Matras. Der gefällt mir. Und dann gehen wir mal der Quest nach. Sie haben die falsche Person angegriffen. Wie können Sie es wagen, unserem König so etwas anzutun? Mein Vater! Es wird Zeit, es den Todwandlern heimzuzahlen. Ich will sie am Boden sehen, sodass keiner dieser Untoten es wagt, wieder einen Fuß auf unsere Straßen zu setzen. Wir werden einen massiven Angriff starten, um die Stadt zurückzuerobern. Es wird Zeit, den Verlauf des Krieges umzudrehen. Vulkan, wir brauchen dich und deine besonderen Fähigkeiten. Wir müssen eine kleine Gruppe losschicken, um die Stadttore zu öffnen. Ich weiß, dass du dich unbemerkt bewegen kannst und äußerst effektiv bist. Ein paar Soldaten werden dich begleiten. Das ist die beste Gelegenheit. Schwarzfrost scheint nicht mehr hier zu sein. Und der Großteil seiner Armee ist mit ihm gegangen. Prinz Arandil ist ein dummer Träumer, aber ein nützlicher. Wenn er angreift, wird er die Aufmerksamkeit von Schwarzfrost auf sich ziehen und uns den Weg freimachen. Gut, ich werde helfen, aber mehr auch nicht. Ich werde nicht am Kampf um die Stadt teilnehmen, aber euer Wunsch zu kämpfen passt zu meinem Vorhaben. Schwarzfrost wird von eurer Armee fasziniert sein. Er wird einen großen Teil seiner Truppen gegen euch schicken und vielleicht sogar selbst auftauchen. Und da sein Reich ein Weg zum Weltherz darstellt, wird dieser für mich frei sein. Ich hätte mir mehr Unterstützung erhofft, aber es muss reichen. Dieser Kampf wird glorreich sein. Wenn ihr es sagt... Matras, du solltest die Weisen suchen. Ich komme später dazu. Du weißt... dass wir durch den Palast von Schwarzfrost zum Weltherz gelangen. Und du verschwendest immer noch deine Zeit mit nutzlosen Kämpfen. Deine Dummheit kennt keine Grenzen. Der Ritter würde gerne über das alte Ritual sprechen. Da es heißt, dass sich Weisheit und Stärke oft im Nebel der Zeit offenbaren. Ein Ritual? Bedenkt man, was mir das letzte Mal dabei passiert ist, sollte ich besser auf dich hören. Also, worum geht's? In der Heimat des Ritters war es den mutigsten Kriegern erlaubt, an einem gefährlichen, aber mächtigen Ritual teilzunehmen. Die mussten nach bestimmten Zutaten suchen und einen eigenen Trank daraus brauen, den sie dann tranken. Nur die Stärksten haben überlebt. Wenn sie es überleben, erhalten sie die Erfahrungen und Fähigkeiten der längst gefallenen Krieger und dadurch wird jeder ihrer Hiebe tödlicher. Und du hast das gemacht? Diesen Trank? Ja. Der Ritter hat dieses Ritual vor vielen Jahren vollzogen und trägt in sich die Weisheit all der großen Krieger von Al'Ghandar. Es hat ihn viel stärker gemacht. Und er ist sicher, dass die Effekte bei einem sehr viel mächtigeren Krieger noch viel stärker ausfallen würden. Aha. Also muss ich wieder nach fremdartigen Zutaten suchen. Aber wenn es für eine gute Sache ist... Der Ritter hat eine Liste vorbereitet,
All die Zutaten darauf müssen gefunden werden. Ich kümmere mich darum. Ja, dann haben wir erstmal wieder eine Stufe erreicht. Sehr cool. Können wir nochmal den Pyromanen erhöhen. Was ist das? Wirft zwei Feuerbälle. Ziemlich cool. Und hier brauchen wir sowieso noch einen Punkt. Jetzt müssen wir die Zutaten sammeln für diesen Trank. Na gut. Wollen wir das auf... Ein Untoter? In unserem Lager? Hast du keine Angst, dass er mit seinen Meistern kommuniziert? Ein kalkulierbares Risiko. Deine Freundin Edwin erzählte mir, dass sie diese Kreaturen verhören kann. Also haben wir eine eingefangen. Du hast wirklich ein paar seltsame Dinge drauf. Hör zu, Vulkan. Wir lassen uns keine Chance entgehen. Wenn wir herausfinden, wie wir ein paar Ärsche retten können, dann habe ich damit kein Problem. Bereit, es zum Reden zu bringen? Wenn unser Feuerspucker mich gerade nicht braucht, kann ich anfangen. Exzellent. Beginnen wir das Verhör. Hör zu, Schwachkopf. Du wirst uns jetzt alles erzählen, was du weißt. Ah, so funktioniert das nicht, Hauptmann. Es kann deine Fragen nicht auf diese Weise beantworten. Sag mir, was du wissen willst, und ich durchsuche seine Erinnerungen nach Antworten. Warum holst du dann nicht alles raus, damit wir nichts übersehen? Selbst ich würde Wochen dafür brauchen. Sein Hirn ist trotz seines Zustands ein gewaltiges Archiv an Informationen über die aktuellen Geschehnisse und Erinnerungen aus seinem früheren Leben. Gut. Ich will wissen, ob Schwarzfrost das Gebiet wirklich verlassen hat. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Ich sehe, wie er eine Welle heraufbeschwört und die Stadt in Eis hüllt. Dieser Soldat muss in seiner Nähe gewesen sein. Dann gab er den Angriffsbefehl und übergab den Befehl an mächtige Untote. Scheinbar ist er dann gegangen. Es gibt keine weiteren Erinnerungen an ihn. Wer sind diese mächtigen Untoten? Ich sehe eine fliegende Kreatur, wie jene aus dem Sumpf und andere, aber das Bild ist verschwommen. Wie lauten die Befehle von Schwarzfrost? Du musst verstehen, dass die Fähigkeiten dieser Kreatur limitiert sind. Soweit ich sehen kann, sollen sie die Stadt bewachen. Er hat Überlebende angefordert. Gefangene. Die anderen Überlebenden müssen noch am Leben sein. Unter Bewachung. Andere Gefangene. Und natürlich, dass man ihn unterrichten soll, wenn Probleme auftauchen. Weiß er, dass wir die Stadt betreten haben? Dieses tote Ding nicht. Aber das bedeutet leider nicht viel. Ich glaube, dass er... Oh nein, er hat mich gesehen. Hä? Von wem sprichst du? Sieh an, stöbern wir in den Geistern der Toten. Du weißt, dass eine derartige Kommunikation in beide Richtungen läuft. Also hier verstecken sich meine lieben Rebellen, ja? Ich muss die Verbindung unterbrechen. Sofort! König Arandil ist gefallen und ja, wir haben seine komplette Energie in uns aufgesogen. Bevor wir das allerdings tun konnten, mussten wir sie gegen so ein ganz komisches Mistvieh mit vier Schwertern und sowas kämpfen. Die war auch nicht ganz ohne, aber das haben wir ja dann bravourös gemeistert. Ja, nachdem wir dann den König in uns aufgesogen hatten, haben wir natürlich so ein bisschen leichten Zorn von seinem Sohn erhalten. Nicht ganz so geil gewesen und ja, zum Ende hin haben wir dann natürlich nochmal feststellen können, dass die Nekromantin oder die Frau, die wir mal in den Wald gerettet haben, doch ein bisschen mehr kann, als wir dachten. Sie kann mit den Todwandlern eine Verbindung aufbauen. Ist leider nach hinten losgegangen. Ich bin schon extremst gespannt, wie das dann damit hier weitergeht bei Let's Play Bound by Flame. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.